Moin Leute, es ist wieder Reaction Time und als erstes habe ich hier den Hanfverband. Rein da! Heute starten wir wieder die traditionelle Weihnachtsspendenkampagne für den Deutschen Hanfverband. Wir zählen alle neuen Fördermitglieder und Einzelspenden ab 1.12. bis zum 15. Januar zusammen. Es gibt auch wieder tolle Preise, die wir unter den Spendern und neuen Fördermitgliedern verlosen werden. Welche das sind, seht ihr auf hanfverband.de und in einem extra Video, in dem wir euch die Preise noch vorstellen werden. Oh ja, in das Video mit den Preisen müssen wir mal reingucken. Alle 3 Minuten wird in Deutschland ein Strafverfahren gegen Cannabiskonsumenten eingeleitet. Das sind laut polizeilicher Kriminalstatistik. Heute haben wir ein besonders edles Produkt. Die Rolling Box von Wilhelm Werner. Aus feinem Holz mit genug Platz zum Drehen und für Zubehör. Ein Muss für jeden anspruchsvollen Genießer. Aber nur solange der Vorrat reicht. Hallo Leute, ich war heute bei Verdampft nochmal und habe euch was Tolles mitgebracht. Wir haben hier insgesamt 7 verschiedene Vaporizer, die wir uns jetzt anschauen werden. Und das Beste ist, ihr könnt die gewinnen. Der Kubo Stick, der Angus von Illvape, der Phoenix Mini Plus, der Mighty Plus, der Dynavap Webcap, der X-Max und ein Volcano Hybrid. Vielen Dank an Verdampft nochmal. Dirks Grow Shop will euch den Einstieg in den legalen Eigenanbau erleichtern und spendiert 3 komplette Homegrow-Sets inklusive Beleuchtung, passendem Lüftungsset und jede Menge Zubehör. Dirks Garden Highbrow 3 Pflanzen Growbox wird in 3 Größen verlost. Kennen Sie das? Sie haben sich schon für den Homegrow ausgerüstet, aber dürfen noch nicht legal anbauen? Zum Glück ist die Sunlight Evo 3100 vielseitig einsetzbar. Und bei uns gibt es heute direkt 2 davon. Als nächstes kommen wir zu einem unschlagbaren Angebot, dem Stundenglas im Mike Tyson Design. Die haut euch um. Wir bedanken uns beim Sponsor Seeds24 für die schlagkräftige Unterstützung. Und ich glaube, ich gehe K.O. Die könnt ihr einfach gewinnen. Also haut jetzt kräftig auf den Red Button. Wenn ihr das verpasst, werdet ihr euch vor Wut ein Ohr abbeißen. Das kann man sich ja nicht geben. Was geht denn auf TikTok? So good. Gang Gang. Gang Gang. Oha, spendet eine Bombe. Nice. Das ist doch die Little Sister 3.2 mit speziellen Verzierungen. Bong Bong. Bong Bong. TikTok ist ja komplett lost. Diesmal wollen wir mit den Spenden schwerpunktmäßig ungerechte Regelungen im neuen Cannabisgesetz vor Gericht anfechten. Es gibt Regelungen im Cannabisgesetz, die sind möglicherweise verfassungswidrig. Ui, die wollen klagen. Da unterstütze ich gerne. Cringe.